Die Alzheimer-Krankheit ist ein fortschreitender, unheilbarer Hirnerkrankung, die das Gehirn beeinträchtigt und zu kognitivem Abbau und Gedächtnisverlust führt. Die Alzheimer-Krankheit tritt in zwei Hauptformen auf, von denen jede ihre eigenen charakteristischen Merkmale hat. Früh beginnende Alzheimer-Krankheit, 5-10% aller Alzheimer-Fälle. Diese Form von Alzheimer wird typischerweise bei Personen zwischen 40 und 50 Jahren diagnostiziert, obwohl sie auch früher auftreten kann. Spätbeginnende Alzheimer-Krankheit oder normale Alzheimer-Krankheit, 90-95% aller Alzheimer-Fälle. Dies ist die häufigere Form, die sich normalerweise bei Personen über 65 Jahren entwickelt. In beiden Formen ist die Alzheimer-Krankheit durch den Abbau von Gehirnzellen gekennzeichnet, was zu einem Rückgang von Gedächtnis, Sprache, Problemlösungsfähigkeiten und anderen kognitiven Funktionen führt. In den frühen Stadien der Alzheimer-Krankheit können Menschen Schwierigkeiten haben, sich an aktuelle Ereignisse zu erinnern, Dinge zu verlegen und alltägliche Aufgaben zu bewältigen. Mit dem Fortschreiten der Krankheit verschlechtern sich die Symptome. Aber wie kommt es dazu? Ein gesundes, erwachsenes Gehirn hat Milliarden von Neuronen, die jeweils durch ausgedehnte, verzweigte Erweiterungen gekennzeichnet sind. Diese Erweiterungen erleichtern die Bildung von Verbindungen zwischen einzelnen Neuronen, die als Synapsen bezeichnet werden. An diesen Synapsen wird Informationen durch winzige Explosionen von Chemikalien übertragen, die von einem Neuron freigesetzt und von einem anderen empfangen werden. Dieser Signalmechanismus bildet die Grundlage unserer Erinnerungen, Gedanken, Empfindungen, Emotionen, Bewegungen und Fähigkeiten. Im Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit beginnen Fragmente des Beta-Amyloid-Proteins abnormal zwischen Neuronen zu akkumulieren, sogenannte Beta-Amyloid-Plaques. Gleichzeitig beginnt ein weiteres Protein, das Tau genannt wird, verdrehte Knoten zu bilden, die als Tau-Verwicklungen bekannt sind, innerhalb von Neuronen. Diese Beta-Amyloid-Plaques und Tau-Verwicklungen können als Hindernisse betrachtet werden, die die Kommunikation zwischen den Neuronen behindern. Aufgrund dieser Hindernisse können die betroffenen Neuronen nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren und sterben schließlich ab, was zu den charakteristischen Symptomen der Alzheimer-Krankheit führt. Die genauen Gründe, warum Beta-Amyloid-Plaques und Tau-Verwicklungen im Gehirn zu akkumulieren beginnen, sind nicht vollständig verstanden. Aber es wird angenommen, dass die Risikofaktoren für spät beginnende Alzheimer-Krankheiten eine Kombination verschiedener Faktoren umfassen, darunter Alter. Das Risiko, an spät beginnender Alzheimer-Krankheit zu erkranken, steigt mit dem Alter. Die Prävalenz der Alzheimer-Krankheit ist bei Menschen über 85 Jahren mehr als 10-mal höher als bei Menschen über 65 Jahren. Allerdings ist ein höheres Alter allein nicht ausreichend, um Alzheimer zu verursachen. Genetische Faktoren. Einige genetische Mutationen erhöhen das Risiko, an der Erkrankung zu erkranken. Diese Mutationen können die Produktion und Beseitigung des Beta-Amyloid-Proteins und das Verhalten der Tau-Proteine beeinflussen. Der bekannteste genetische Risikofaktor für spät beginnende Alzheimer-Krankheiten ist das Vorhandensein des APOE-Gens. Das APOE-Gen enthält Anweisungen zur Herstellung eines Proteins, das Cholesterin im Blut transportiert. Jede Person erbt eine der drei Versionen des APOE-Gens: OY2, OY3, OY4. Das Vorhandensein einer Kopie des Y4-Allels erhöht das Risiko, an spät beginnender Alzheimer-Krankheit zu erkranken, um etwa das Dreifache. Diejenigen, die zwei Kopien des Allels erben, sind einem noch größeren Risiko ausgesetzt, mit einem geschätzten Risiko von 8-12 Mal. Dies garantiert jedoch nicht, dass man Alzheimer bekommt. Andererseits kann das Vorhandensein der Y2-Version das Risiko im Vergleich zur Y3-Version senken. Die Y3-Version hat angeblich keine Auswirkungen auf das Risiko von Alzheimer. Eine Familiengeschichte von Alzheimer ist keine Voraussetzung dafür, dass ein Individuum an der Krankheit leiden kann. Allerdings erhöht das Vorhandensein eines Elternteils oder Geschwisters, erster Grades, das an Alzheimer erkrankt ist, das Risiko, die Krankheit zu entwickeln, unabhängig von bekannten genetischen Faktoren. Es gibt keine bekannte Heilung für die Alzheimer-Krankheit, da der Verlust von Gehirnzellen irreversibel ist. Es gibt jedoch therapeutische Interventionen, die die Lebensqualität der Patienten verbessern und bei der Bewältigung von Demenz helfen können, darunter
Antidementielle Medikamente, die darauf abzielen, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und auch Auswirkungen auf die neuropsychiatrischen Symptome der Erkrankung haben. Kognitive Rehabilitation. Ein Ansatz, insbesondere in den frühen Stadien der Erkrankung, durch Übungen, die darauf abzielen, Gedächtnis, Aufmerksamkeit und andere kognitive Funktionen zu trainieren. Verhaltenstherapie. Ziel ist es, Verhaltensprobleme wie Unruhe, Aggression und Umherwandern zu bewältigen. Körperliche Bewegung. Ziel ist es, die körperliche Fitness zu optimieren, was sich auf die Krankheit selbst und die Reduzierung des Sturzrisikos auswirken kann. Soziale Interaktion. Die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte kann dazu beitragen, Stress zu reduzieren und die kognitive Funktion zu verbessern. Und eine gesunde Ernährung. Eine Ernährung reich an Obst, Gemüse und Vollkornprodukten kann die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden unterstützen. Wir hoffen, dass dieses Video Ihnen sehr geholfen hat und lassen Sie uns wissen, wenn Sie Fragen haben.